Minecraft, Elden Ring und Fortnite. All diese Games prägen schon seit einiger Zeit die Spielelandschaft und sind auch bei Kindern und Jugendlichen überaus beliebt. Das ehemalige Nischenhobbyzocken ist mittlerweile im Mainstream angekommen. Doch wie viel Zeit sollte man maximal mit Gaming verbringen? Welche Spiele werden überhaupt gespielt? Und auf was sollten Eltern achten, wenn es um das Thema in der Erziehung geht? Gaming ist in. Egal ob an der Konsole, am Smartphone oder ganz klassisch an PC oder Laptop. Gefühlt zockt die junge Generation ziemlich viel. Aber wie viel Zeit verbringen Kinder und Jugendliche denn wirklich mit Videospielen? Dieser Frage geht die GYM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest nach. Gaming ist heutzutage eine häufig praktizierte Freizeitbeschäftigung, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Ganze 72% der 12- bis 19-Jährigen geben an, dass sie regelmäßig zocken, egal ob auf Handy, Konsole oder PC. Zwischen den Geschlechtern gibt es hierbei große Unterschiede. Während 85% der Jungen entsprechende Angabe machen, verbringen nur 59% der Mädchen regelmäßig ihre Freizeit mit Gaming. Das absolute Lieblingsgerät ist hierbei das Smartphone. 56% der 12- bis 19-Jährigen nutzen es fast täglich zum digitalen Spielen. Die Konsole belegt mit 28% der Befragten Platz 2, während der PC mit 27% auf Platz 3 verbleibt. Nach eigenen Schätzungen verbringen die befragten Altersgruppen täglich im Schnitt rund 110 Minuten mit dem Zocken. Jungen spielen hierbei fast doppelt so lange wie Mädchen. Welche Games sind die Favoriten der Kinder und Jugendlichen? Ungeschlagen auf Platz 1 ist wie auch in den letzten Jahren der Sandbox-Klassiker Minecraft mit 19%. Die folgenden Plätze werden von FIFA, Fortnite, Call of Duty und GTA belegt. Weitere beliebte Games sind außerdem die Sims, Super Mario, Candy Crush, Heyday und Clash Royale. Viele Kinder und Jugendliche zocken also gerne und viel. Aber Gaming kann ein Zeitfresser sein. Und deswegen sehen viele Erziehungsberechtigte und Eltern dieses Hobby noch immer sehr kritisch. Ist Zocken nun also gut oder schlecht? Um diese Frage zu klären, spreche ich mit einem Experten, dem Medienpädagogen Dejan Simonovic von der Computerspielschule Stuttgart. Lieber Dejan, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ist das Zocken denn wirklich so schlecht wie sein Ruf? Zur ersten Frage, nein, natürlich nicht. Also Zocken, das ist wie sein Ruf, muss man natürlich auch relativieren. Also der Ruf des Zockens hat sich auch über die letzten Jahre, würde ich mal sagen, doch deutlich verbessert. Also ich bin selbst in den 90er Jahren groß geworden, da war das noch ein bisschen skurriler, also da haben auch nicht alle Jugendlichen gezockt, sondern da gab es halt irgendwie so die Gamer und andere, die andere Hobbys hatten und wie es immer so ist, umso mehr bekannter ein Hobby, ein Thema wird, umso mehr wird es auch in der Gesellschaft auch anerkannt. Was sind denn mögliche positive Einflüsse von Gaming? Also grundsätzlich ist es Gaming ja einfach ein Hobby. Also das ist was man zur Freizeitbeschäftigung machen kann, um sich zu entspannen, genauso wie man einen Film schaut oder ein Buch liest. Und insofern hat es auch den Effekt in erster Linie, dass ich mich ein bisschen ablenken kann, dass ich ein bisschen auch in Fantasiewelten, also klingt jetzt auch negativ, irgendwie in Fantasiewelten abdriften, aber das macht man ja gesagt bei Filmen oder bei Büchern genauso. Und insofern auch diesen Erholungsaspekt oder sich einfach da ein bisschen vom Alltag abzulenken, das ist ja auch völlig legitim. Und positive Aspekte in der Hinsicht, dass man sagt, man kann vielleicht auch aus Games was lernen. Und das ist genau ja der Bereich, womit wir uns in der Computerspielschule sehr viel beschäftigen. Wie kann man Gaming auch in der Bildungsarbeit oder auch in der Erziehung, in der Jugendarbeit einsetzen? Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also generell ist es ja so, dass ich bei Dingen, wo ich Spaß dran habe, einfach viel, viel besser lerne und auch Lernen und Spielen ist eigentlich auch kein Gegensatz, im Gegenteil. Also bei kleinen Kindern ist es selbstverständlich, dass sie spielerisch lernen und plötzlich irgendwie spätestens ab der Sekundarstufe wird das so als Gegensatz dargestellt, was ja gar nicht so ist. Und auch in der Pädagogik und der Didaktik merkt man ja, dass Lernen und Spielen immer noch, auch selbst im Erwachsenenalter, sehr stark zusammenhängen. Und in der Hinsicht, ja, also man kann Spielen, auch digitale Spiele, sehr, sehr gut auch zum Lernen oder für die Entwicklung nutzen. Hast du vielleicht Beispiele, wie Spiele in pädagogischen oder auch schulischen Bereichen genutzt werden können? Also grundsätzlich
berichten zum Beispiel viele Kinder, Jugendliche, dass sie ja, Englischkenntnisse durch Spiele erworben haben, weil es einfach für sie ein sehr praktischer Punkt ist, wie man Englisch auch anwenden kann, sei es jetzt in Multiplayer-Spielen, auch wenn ich ein Rollenspiel spiele oder ein storylastiges Adventure oder sonst was und ich das vielleicht auch bewusst auf Englisch spiele, weil die deutsche Synchronisation nicht gut ist oder ähnliches, lerne ich beispielsweise Sprachen, das ist jetzt mal so ganz naheliegend. Man kann natürlich auch Inhalte, also bildungsrelevante Inhalte, findet man in Spielen immer wieder. Also wir haben auf der Seite gamesimunterricht.de, die wir zusammen mit der LFK mitbetreuen, einige Beispiele von Spielen, die beispielsweise historische Themen aufgreifen. Also so eines der prominentesten Beispiele ist Assassin's Creed, kennt wahrscheinlich jeder. Da gibt es verschiedene historische Epochen und die haben einen sogenannten Discovery-Modus auch noch zusätzlich entkoppelt veröffentlicht, wo man sämtliche Kampfmechanismen etc. rausgenommen hat und einfach diese Spielwelt, die super aufwendig ja, entwickelt wurde und designt wurde, nutzt, um eben diese historischen Epochen besser darzustellen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele kleinere Spiele, so Indie-Games, die man unglaublich gut nutzen kann, um Themen aufzugreifen. Also spontan fällt mir Orwell ein. Das ist so ein Spiel aus Deutschland, was so das Thema Überwachungsstaat oder auch so diese Rolle der Überwachung und Sicherheit, also digitale Überwachung quasi einbringt. Also man spielt quasi als eine Art Zwischenmitarbeiter, der dann entscheidet, welche Informationen gebe ich an den Geheimdienst oder an meine Vorgesetzten weiter. Und man muss dann abwägen, was für Folgen hat das. Und das ist natürlich ein Thema, was gerade in der Medienbildung extrem wichtig ist, dass sich Kinder, Jugendliche, aber genauso Erwachsene damit auseinandersetzen. Was sind eigentlich meine Daten? Was passiert damit, wenn die einfach weitergegeben werden? Wie werden Daten auch missinterpretiert etc.? Und da wäre das Spiel ein schönes Beispiel. Gibt es Dinge, auf die ich bei den Spielen, die mein Kind spielt, besonders achten sollte? Ja, also als erstes ist es auf jeden Fall ratsam, wenn man sich mit den Kindern auseinandersetzt und mit denen auch über die Spiele redet. Also naheliegend sind so Themen wie Altersempfehlungen, oder es sind ja keine Empfehlungen, sondern die USK ist ja zumindest für uns beispielsweise öffentliche Einrichtungen auch bindend. Allerdings haben Eltern immer das Recht, auch sich darüber hinwegzusetzen und zu sagen, ja, mein Kind, das ist vielleicht jetzt erst 11, aber darf trotzdem ein Spiel ab 12 spielen oder ist jetzt 14 und darf ein Spiel ab 16 spielen. Allerdings ist da wichtig, dass man sich miteinander unterhält und auch beide Seiten kennenlernt. Und auch die Spielzeiten sind natürlich auch immer ein Konfliktpunkt. Wie lang kann und darf jetzt ein Kind oder ein Jugendlicher spielen? Also bei Jugendlichen irgendwann, klar, da kann man es auch nicht mehr ganz so kontrollieren. Und da sollte man schauen, dass man schon vorher einfach eine gute Beziehung in der Hinsicht pflegt und auch den Jugendlichen gewisses selbstverantwortliches Verhalten oder einen Umgang damit beibringt und auch einfach klar ist, wenn ich jetzt irgendwie 2 Wochen jeweils jeden Tag 8 Stunden spiele, dass das vielleicht zu viel ist. Aber wenn jetzt ein Kind, sage ich mal, täglich immer wieder mal 1-2 Stunden mit Freunden spielt, heißt es nicht, dass das Kind irgendwie computerspielsüchtig ist. Wie kann ich meinem Kind denn eine gute Beziehung zum Spielen und zur Bildschirmzeit beibringen? Also es fängt meistens eher automatisch an, dass die Kinder anfangen zu spielen und dass dann Konflikte kommen. Und ich finde, Bildschirmzeit ist ein ganz guter Punkt. Das ist ja, man darf das nicht zu arg trennen. Also es gibt Kinder, die schauen dann vielleicht viel mehr YouTube-Videos oder oft ist es so, dass auch bei Mädchen zum Beispiel der Social-Media-Konsum dann etwas höher ist als bei Jungs, die dann vielleicht mehr spielen. Also das kann man alles schon als Bildschirmzeit oder Mediennutzung dann betrachten und muss das auch im Gesamtkontext sehen. Und da mit denen ins Gespräch zu kommen, auch zu fragen, ja, was spielst du denn da gerade, was interessiert dich da, warum spielst du das, was reizt dich dran? Oder aber auf jeden Fall in erster Linie einfach ins Gespräch kommen und Kompromisse finden. Weil rein verbieten, das hilft oft wenig, vor allem umso älter die Kinder, Jugendlichen, umso leichter fällt es auch irgendwelche, ja, sage ich mal, ja, Verbote da auch zu umgehen. Und klar, man kann jetzt irgendwie bei Accounts irgendwelche Sachen einstellen. Das sollte man auch machen. Also wenn man jetzt für Kinder Account für eine Konsole oder ähnliches einrichtet, ist es wichtig, da die Einstellungen entsprechend vorzunehmen. Also lange Rede, kurzer Sinn, es kommt nichts drum rum, dass man jetzt mit den eigenen Kindern auch ins Gespräch kommt einfach und wirklich Kompromisse und Einigungen findet, die für beide Seiten okay sind. Also sollte man am besten mit seinem Kind reden und sich vielleicht einfach mal dazusetzen, wenn es am Zocken ist, um die Faszination mit diesem Medium zu verstehen. Genau, und ganz wichtig, aber nicht mit Vorurteilen sich dazusetzen, sondern wirklich schauen, offen dafür zu bleiben und auch nicht gleich irgendwie erschrecken, wenn da jetzt irgendwie ganz viel auf dem Bildschirm passiert oder da irgendwie Figuren in Anführungszeichen erschossen werden oder ähnliches. Das sind auch Spiele, das sind genauso wie wenn Kinder auch in den Wald gehen und sich mit irgendwie Wasserspritzpistolen abschießen oder etc. Das ist erstmal, solange es
klar ist, dass es ein Spiel ist, und für Kinder ist das normalerweise klar, die können das schon differenzieren, alles gut. Also klar muss man dann irgendwie, wenn man merkt, das nimmt jetzt völlig Überhand oder die sind in irgendwelchen komischen Chats unterwegs, bei gewissen Spielen kann es dann sein, dass sie dann auch Sachen mitkriegen. Aber auch da erstmal mit denen drüber reden und schauen, die Kinder oder Jugendlichen erkennen das auch als Problematik und die haben ja auch ein Bedürfnis, darüber zu reden. Nur ist es ihnen wichtig, dass man mit ihnen auf Augenhöhe redet und dass man nicht direkt von oben herab und gleich alles verbieten und alles böse, sondern genau mit denen auch gut ins Gespräch kommt. Ja, lieber Dejan, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es war auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Ja, danke auch und ja, war mir eine Freude. Vielen Dank. Ja, das leidige Thema Zeit. Wenn man gerade in eine Spielepartie vertieft ist, kann es schon mal passieren, dass man in den Flow der virtuellen Welt gerät und dort mehr Minuten und Stunden verbringt, als man eigentlich sollte. Woran das liegt und was sich hinter dem sogenannten Recht auf Spiel verbirgt, erfahrt ihr bei GameLife. Ob Zocken eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist, darüber wird in vielen Familien gestritten. Viele Eltern denken, dass zu viel Zeit dafür draufgeht und andere Aktivitäten vernachlässigt werden. Jugendliche Gamer sehen das aber anders. Sie können in spannende Welten eintauchen, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden Spaß haben und sich über Erfolgserlebnisse freuen. Viele verfallen in einen regelrechten Flow. Aber wie funktioniert das eigentlich? Und warum sind digitale Spiele für viele so spannend? Im Laufe des Spiels müssen immer neue Herausforderungen gemeistert werden. Das erfordert Können, Konzentration und Übung. Besteht ein gutes Gleichgewicht zwischen gefordert werden und erfolgreich sein, kommt der Spielende in den sogenannten Flow. Der Spielspaß wird weder von Frust noch von Langeweile getrübt. Die Herausforderungen werden immer größer und dementsprechend euphorisch fühlt sich der Spielerfolg an. Funktioniert diese Spirale aus steigendem Schwierigkeitsgrad und verbesserten Fähigkeiten und Erfolgserlebnissen besonders gut, steigt die Motivation, immer weiter zu spielen. Das Recht auf Spiel ist in der UN-Kinderrechtskonvention unter Artikel 31 festgeschrieben. Dazu gehören heute selbstverständlich auch digitale Spiele. Es ist Aufgabe der Erziehungsberechtigten, dafür zu sorgen, dass die Freizeitbeschäftigungen ihrer Kinder altersgemäß sind und ihnen nicht schaden. Computerspiele bieten auch vielfältige Potenziale. Man kann zum Beispiel in vielen Spielen kreativ werden, eigene Welten erschaffen, tatsächlich eben seiner Fantasie freien Lauf lassen. Auf der anderen Seite kann man mit Computerspielen auch relativ gut entspannen. Man kann sich einfach mal in eine andere Welt begeben und dadurch ein bisschen den Stress loslassen, den man so tagtäglich mit sich herumträgt. Vielen Eltern fällt es schwer, sich in jugendliche Gamer hineinzuversetzen. Die Faszination, Stunde um Stunde in virtuellen Welten zu verbringen, ist für sie schwer nachvollziehbar. Aber warum ist es überhaupt wichtig, sich damit zu beschäftigen? Was bringt es, diese Faszination zu verstehen? Computerspiele sind das komplexeste Unterhaltungsmedium, was wir Menschen uns bislang ausgedacht haben. Es verbindet Geschichten, Film, Musik, ist dabei noch interaktiv und bietet nahezu unbegrenzte Entfaltungsmöglichkeiten. In Computerspielen können wir Autorennen fahren, Fußballstar werden, Schlachten schlagen, Pferde pflegen, Prinzessinnen retten oder Prinzen. Insofern ist es eben nicht verwunderlich, dass nicht nur Kinder und Jugendliche Computerspiele lieben, das zieht sich mittlerweile durch die ganze Bevölkerung. Und das macht es auch relativ einfach für Eltern, diese Faszination nachzuvollziehen. Einfach mal mit den Kindern zusammenspielen. Die werden sich im Zweifel sogar freuen, weil sie da einmal den Großen zeigen können, wie die Welt funktioniert. Also zumindest die virtuelle. Computerspiele sind Spiele. Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, mit altersgerechten Angeboten ihren Spaß zu haben. Es gibt viele empfehlenswerte und anregende Spiele. Vor allem das Spielen mit anderen gemeinsam kann sehr bereichernd sein. Manche Spiele fördern eher die Kreativität, andere eher logisches Denken und Problemlösen. Mit einfachen Tools lassen sich sogar eigene Spiele designen. Also, Zocken ist erlaubt. Aber richtig. Gaming ist spannend, vielfältig und kann Menschen zusammenbringen. Trotzdem sollte man aufpassen, dass man die Außenwelt dabei nicht vergisst. Im zweiten Teil unseres Themenspezials Gaming wollen wir hierauf genauer eingehen und beschäftigen uns mit Lootboxen, scheinbar kostenlosen Games und dem Thema Spielsucht. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Yeah.